Ja, weiter geht's in meiner Castlevania-Reihe. Seit dem letzten Schnitt ist ein bisschen Zeit vergangen. Aber ich habe ja auch gesagt, geht erst später weiter. So. Unser Plan war jetzt wieder nach oben zu gehen, weil wir haben noch eine Rechnung mit einem Karnickel offen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir jetzt dran vorbeikommen. Aber ich hoffe es einfach mal. Axtrüstung. Bewirft ihre Gegner mit Äxten. Eine neue Offensivseele. Ah, wieso hab ich ihn jetzt losgelassen? Da oben liegt eine Waffe. Ich glaube, die holen wir uns jetzt mal. Die habe ich wohl beim letzten Mal übersehen. Die sind inzwischen auch One-Hit. Eine Lanze. Ich guck gleich mal, wie viel die Schaden macht, weil ich wollte jetzt erstmal so schnell wie möglich nach oben. Sind wir im Tanzsaal und müssen nach links, nach oben und nach rechts. Wieso haben wir eben die Seele ausgewählt? Schädelschützer. Ach, hier können wir gar nicht nach oben, glaube ich. Doch, können wir. Muss ich nur geschickt anstellen. Nach rechts, den langen Gang und dann nach oben. Minotaurus, ist schon das zweite Mal, dass wir die Seele haben. Das heißt, das müsste jetzt stärker sein. Statt Stärke 8. Ja, wie viel müsste das jetzt sein? Wollen wir mal gucken. Ohne haben wir Stärke 37. Minotaurus sind immer noch 8. Das ist merkwürdig. Nehmen wir den Kopfjäger wieder. Sieht Angriff insgesamt ein bisschen niedriger, aber dafür die anderen Werte alle hoch. Unter anderem auch defensiv. Das ist dann doch sehr nützlich. Nehmen wir wieder unsere Bedienung. Schön ist, das ist eines von den Spielen, wo man sieht, wie seine Gegner heißen. Kann man sich die wenigstens merken. Ah, ich hoffe, wir kommen endlich hier durch. Ach nee, immer noch nicht. Ich habe letzte Nacht mal überlegt, wie das war. Ich glaube, da brauchte man eine Seele für, eine Passivseele. Nur die Frage ist jetzt, wo kriege ich diese Passivseele? Ich habe nur noch sehr wenige graue Räume, aber genau diese werde ich jetzt mal abklappern. Müssen wir unter anderem wieder in die hängenden Gärten. Nur wo zur Hölle waren die jetzt? Ich glaube, da nach rechts, nach unten. Ja, das könnte was sein. Also, das vorige konnte ich alles noch, aber hier ist mein Gedächtnis wie ausgeleuchtet. Ich weiß nicht mehr weiter. Es ist quasi jetzt, als ob ich das wieder das erste Mal spiele. Ist quasi schon halber blind. Halb. Undin. Ah, raus da. War weg damit, brauchen wir nicht mehr. Flugrüstung. Nein, Quatsch. Kopfjäger. Wo sind wir hier? Auf dem richtigen Weg, glaube ich.
hoffe, die Musik ist nicht so laut. Ich habe die mal ein bisschen lauter gestellt als letzten. Noch schlimmer wäre das ja, wenn das jetzt asynchron wird, wenn das schon so laut ist. So, unten und links waren wir noch nicht. Ja, kein Wunder. Jetzt wollen wir das schon. Nach unten und rechts. Man sieht mit der Flugrüstung, am Anfang lässt sie einen langsamer gleiten, aber am Ende bringt es dann doch nichts mehr. Ich hasse das, wenn die Monster so die Farbe vom Hintergrund haben, da sieht man die gar nicht. Ach, hier kommen wir erst viel später hoch. Ich bin gerade echt am Verzweifeln. Wo war das? Ich hab's gefunden. Nehmen wir am besten den Teleporter, der jetzt kommt. Und gehen wieder zurück. Wir haben zwar jetzt nicht viel geschafft in der Zeit, aber es sind immerhin ein paar Erfahrungspunkte. Und die bringen uns zum Level up. Und das macht mich wiederum stärker. So, weiter geht's. Da war gerade das Telefon sehr störend. Müsste ich mal kurz ran. Ach, wir müssen nach oben. Nicht rüber, also muss man nach rechts. Den langen, beschwinglichen Weg. Man will es uns ja nicht so einfach machen. Kann noch eine Etage höher. Müssen wir den ganzen Weg, den wir zurückgelegt haben, wieder vergessen, denn der war falsch. Rechts, runter, runter, links, 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 links. Oh, Erfahrungspunkte Mass. Die hält inzwischen drei Schläge aus, wie kommt das denn? So, runter, runter, links. Ist das richtig? Nee, das ist nicht richtig. Oder? Hier, links. Dann links und dann bleibt uns nur die Möglichkeit runter. Oh, ich sehe, wir müssen hier kurz schneiden. 9 Minuten 50 voll, hier geht's sofort weiter. Wie gesagt, nur eben schneiden.